Herzlich willkommen bei CoolITH. Das hier wird eine Box vorstellen. Ich stelle jetzt hier eine Box vor mit drei Filmen. Und die Rede ist hier von die Leprechaun Collection. Ich erzähle mal was hier zur Box, zur Edition und ja, so und so. Ja, hier die Box wirklich sehr schick, wie man hier sehen kann. Auch Teil 1 und Teil 2 erstmalig ungeschnitten in Deutschland. Teil 1 hat ja schon eine Neuprüfung ab 16 bekommen. Und die anderen zwei sind ja eh schon noch ab 18. Und schon die Box schon out of print und ist ja recht teuer zu bekommen. Für viel Geld bekommt man sie. Und ja, auch die Rückseite hier von dem Schuber kann sich sehen lassen. Der Leprechaun, wirklich schick. Und ja, hier sind die Teil 1 mit den Angaben und Teil 2 und Teil 3 mit den Angaben aufgelistet. Auch wirklich sehr schick. Und hier sieht man, das ist der Schuber. Wie man hier sehen kann, ist dicke Pappe. Wirklich toll. Und sieht auch sehr schick im Regal aus. Und jetzt komme ich zu den einzelnen Filmen. Hier einmal Leprechaun 1. Ja, wie gesagt, ist er jetzt schon ungeschnitten ab 16 Jahre zu bekommen. Und was soll ich dazu sagen? Ist einfach, und die drei Filme sind alles Kultfilme. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Sind einfach witzig, spannend finde ich. Ja, ist einfach, ja, klasse gemacht. Und der Leprechaun, witzige Stimme, ich finde ihn einfach nur grandios. Einfach nur grandios. Ja, der fängt ja hier im ersten Teil an, mit dem Goldraum zu flunkern dann. Ist einfach nur klasse. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Story brauche ich nicht gar nicht zu sagen. Ich denke mal, der Film ist eh bekannt. Also, es geht ja natürlich um Geld. Da wird das Gold gefunden von denen. Und dann, ja, will das wieder haben, natürlich. Und da hinterlässt er viele Leichen. Hier im ersten Teil. Dann kommen wir hier zum zweiten Teil, Leprechaun 2, steht auch nochmal erstmalig ungeschnitten hier, Deutschland. Auch ein sehr schönes Cover, wie gesagt, das ist ja das Cover von dem Schuber. Ja, hier ist natürlich wieder der klasse Leprechaun, wie man das sagen will, ist genauso wieder. Diesmal geht es darum, dass er eine Braut sucht. Ja, er sucht seine Braut. Ja. Gibt es eigentlich mehr nicht zu sagen. Der Film ist natürlich auch sehr, sehr witzig und spannend. Ja. Ist eigentlich das gleiche Schema. Er hinterlässt auch wieder viele, viele Leichen, um an seine Frau zu kommen. Aber ob er sie bekommt, ja, wer weiß, wer weiß. Auch top. Alle Teile haben auch ein Einleger mit der Kapitelansage, also Kapitelauflistung. Ja, und jetzt kommen wir zum dritten Teil. So, Leprechaun 3, tödliche Spiele in Las Vegas. Was soll ich dazu sagen? Das Cover gefällt mir auch ganz gut, nur ja, ist jetzt einfach nur ohne den Leprechaun, vielleicht nur der kleine Schatten da. Aber trotzdem, ich sehe ihn ja im Schuber hier drin. Und der Film ist ja natürlich auch wieder sehr witzig. Nur da, diesmal geht es darum. Also, ja, so ein Penner findet die Figur und dann, ja, verkäuft er die an irgendeinen, so einen Ladenbesitzer, einen Trödelladen. Und der macht die Kette ab. Natürlich wird er dann wieder zum Leben erweckt. Der wurde ja mit einer Kette, einer Zauberkette oder so, gefangen gehalten. Und dann war Stein. Und wo er die Kette abgenommen hat, dann wurde er wieder lebendig. Und da hat er einen Sack voll Gold oder einen Kessel voll Gold gefunden und wollte sich seinen Spaß mit gönnen. Aber der Leprechaun lässt es nicht zu. Und da geht es auch darum noch, dass der Leprechaun einen Menschen in einen anderen Leprechaun verwandelt. Mehr sage ich dazu jetzt nichts. Ich sage einfach nur, er ist auch wieder sehr witzig. Also, die Wünsche, die da abgehen, also ist einfach nur wirklich grandios gemacht, finde ich, und sehr witzig. Nur was ich manchmal nicht kapiere, also verstehen kann, ist es jetzt eine Komödie, kann man sagen, Horrorkomödie,
Das jetzt zum Beispiel im zweiten Teil. Ich weiß jetzt nicht, wenn ihr den schon kennt, dann gut, wenn nicht, dann kleiner Spoiler mal. Dass der, wenn er mit Eisen berühren kommt, dann irgendwie anfängt zu brennen oder so. An der Stelle, wo er das Eisen hat. Und im dritten Teil ist es wieder, also ist es wieder nicht so. Da kann er wieder irgendwie alles da anfassen. Ich weiß auch nicht. Aber egal, wie auch immer, der Film ist auch sehr witzig, unterhaltsam und einfach nur eine, ja, dicke, fette Box. Und ich sage einfach nur Empfehlung. Also Teil 1 ab 16 und Teil 2 und 3 ab 18. So. Das war eigentlich jetzt das, was ich mal vorstellen möchte. Ich sag nur eins, wenn ihr die irgendwo günstig bekommt, einfach mitnehmen. Es lohnt sich. Es gibt auch noch 4, 5, 6. Wobei 4 im Weltall ist nicht so gut, soll nicht so gut sein, werde ich mir trotzdem kaufen. Der 5 und 6 kannte ich, kenne ich auch noch. Sind ganz gut, aber auch nicht die besten. Die ersten drei sind die besten und die reichen eigentlich schon. Nur ich als Sammler, also brauche noch die anderen Teile eigentlich. Ja, das war's dann. Kommentiert und abonniert und bis zum nächsten Mal.